Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare zu dieser Sendung und allen anderen könnt ihr hinterlassen auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns sehr über eure Dialoge mit uns. Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare. Zu unserer 38. Folge namens Religionsersatz, / Ersatzreligion, hat uns Bernd Kammermeier einen Kommentar geschrieben. Und zwar war der nicht ganz einverstanden mit unserer Sicht auf Greta und hat angemerkt, dass wir einige Informationen dazu nicht gebracht haben. Und das stimmt auch. Und ich fand es ganz interessant. Er hat dann nämlich einen ausführlichen Beitrag geschrieben mit ganz vielen Informationen zu Greta, die ich auch noch nicht alle wusste. Bernd Kammermeier schreibt: Zum Abbinder mit Greta muss ich doch einmal etwas Kritisches über euren Podcast sagen. Und dann fängt er halt an zu erklären, bla bla bla, dass es mit Greta zusammenhängt. Und dann fängt er an zu erklären, was er alles über Greta weiß. Jetzt zu euren wenigen Aussagen. Greta saß nicht aus eigenem Entschluss vor dem Parlament und hielt ihr Schild hoch und der Rest folgte wundersamerweise. Es sitzen ja sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Anliegen vor Parlamenten und halten Schilder hoch. Doch warum hat Greta gezündigt? Da, Entschuldigung. Ja. Ist das alles eine große Verschwörung? Also auf jeden Fall stellt er die Geschehnisse sehr stringent dar. Ja, das könnte fast schon eine Verschwörungstheorie draus machen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht selber nachrecherchiert, ob was Bernd schreibt auch, ob ich das nachvollziehen kann, das weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Also dieser Geschäftsmann, der hatte auf jeden Fall was mit der Greta zu tun. Man weiß es, also ich weiß es auch nicht, wie es genau war, aber das ist jetzt kein Geheimnis, was da drin steht. Und dass der mit der am Anfang mal was zu tun hatte, auch nicht. Aber dass das nur so ein großer, du kannst ja gleich nochmal vorlesen, aber dass so ein großer Marketing-Scam ist. Also Marketing. Das ist offensichtlich nicht so. Nein, und Marketing, hallo Bernd, gibt es auch an jeder Ecke und trotzdem wird nicht jedes Mal da eine große Bewegung in Gang getreten. Vielleicht ist auch was, Bernd sagen will, nur, dass das jetzt nicht durch Zufall entstand, und sondern dass, also ich glaube schon, dass das ein Zahn der Zeit trifft und die ganzen Schüler, die damit machen, sind dann, ja mittlerweile was Eigenes geworden. Ja, aber das schreibt er ja nicht. Da musst du nochmal lesen, was er da, er sagt ja, das ist ein Marketing-Ding. Ja, ja. Das von diesem Geschäftsmann aufgezogen wurde, um Geld zu verdienen. Und ja, der, also das ist ja auch also offen bekannt, dass der die am Anfang, glaube ich, gesponsert hat oder so. Mhm. Aber die haben ja immer bestritten, dass der da einen großen Einfluss drauf gehabt hat. Und ich glaube, inzwischen schon länger haben die auch nichts mehr miteinander zu tun. Und dass man eine Person durch einen Unternehmer so groß machen kann. Nee, die Leute sehen also schon selber was. Theorie. Das ist also diese Verschwörungstheorie geht so weiter. Bernd schreibt: Bekannt ist, wie es funktionierte. 2017 ging der YouTube-Kanal The Don't Have Time an den Start. Der Gründer, der Medienprofi Ingmar Rentzhuk, war der Initiator, der mit dieser Idee Geld verdienen wollte und eine gleichnamige Aktiengesellschaft als Börsenspezialist gründete. Er ist mit der Familie Kretas bekannt und kastete circa ein Jahr später deren Tochter, die, das muss ich als Medienprofi bestätigen, nicht besser hätte gekastet werden können, kindhaftes Aussehen, mit zwei Zöpfen damals, leicht weggetretener exotischer Blick und weitgehend fehlender Mimik. Hm, genau, nimmt man ein Kind mit Asperger, ne? Das castet man. Dass sie das Thema Klimawandel auch innerlich füllen konnte, machte sie authentisch. Hm. Ja, ja, und da geht es weiter und er erklärt da diesen Werdegang aus seiner Sicht. Das mag ja sein, dass dieser Unternehmer genau das im Sinn hatte, aber das kann dieses Phänomen nicht erklären. Und diese Greta ist doch nicht jetzt nur Klimaaktivistin, weil der die oder so bekannt, weil der sie gecastet hat. Ich glaube auch, da kommen viel mehr Sachen. Ja, muss ja, sonst hättest du doch da einen und da einen. Da gibt's doch viel mächtigere Medienunternehmer, die irgendwelche Leute featuren können. Aber diese Verbindung gibt es tatsächlich. Und natürlich ist, ich meine, das ist ja dieses Greta-Bashing. Ja, es ist nicht, die ist keine Heilige. Warum auch? Nee, natürlich ist sie das nicht. Und natürlich nimmt man dann auch Leute irgendwie mit ins Boot, die Geld haben. Oder irgendwie gibt es da Verquickungen oder was auch immer. Aber das erklärt das nicht, dass da jetzt so eine Schülerbewegung. Und das macht es auch nicht schlecht. Sagen wir mal so, das macht es nicht schlecht. Das sagt doch eigentlich, dass die YouTuberin auch ist irgendwie oder so, ne? Irgendwie wie Biggie's Beauty Palace oder wie das heißt. Das ist auch nichts Schlechtes. Ja, was ist mit YouTube und auch wenn da, naja, ist ja gut, das nochmal vielleicht so zu sagen. Und es gibt ja sehr viele kritische Stimmen auch dieser Greta gegenüber, aber es ist so ein bisschen auch egal.
Ja. Ich finde das auch egal. Ja. Das ist mittlerweile auch was Eigenes geworden. Auch das Thema, entschuldige, er schreibt ja auch, dass es das Thema schon immer gab. Ja. Aber ist doch schön, dass es jetzt eben mal so richtig auf die Agenda kommt. Ist ja ein wichtiges Thema. Ja. User Arne schrieb am 28.11. Ich fand dieses Thema mit XR echt schwach. Ich glaube, mit XR meint er Extinction Rebellion, ne? Ja, das meine ich auch. Ich stehe XR durchaus kritisch gegenüber, aber eher, weil sie nicht unbedingt zu linken Interessen passen. Klar kann man fast alles als Ersatzreligion betiteln. Im Fall von XR haben mir die Argumente, warum das eine Ersatzreligion sein soll, gefehlt. Und das fand ich ganz interessant. Haben wir das nicht rausgearbeitet, warum wir denken, dass das gewisse Parallelen gibt? Ja klar, weil die genau die gleichen Methoden benutzen. Darum ging es auch, oder? Die machen die gleichen Methoden, die hauen in die gleichen Kerbe und die führen uns zu den gleichen Ergebnissen. Genau. Und also wir haben gesagt Polizekte. Ich hätte das mit linken Polizekten verglichen. Genau, und die Martina hat gesagt... So, und jetzt sagt er hier, die sind mir nicht links genug. Ja, das sind aber zwei verschiedene. Das ist, ja, aber... Ja, das ist was anderes. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene. Ja, ja, sind sie auch. Aber das lässt ja möglicherweise Rückschlüsse auf den Hintergrund, woher die Argumentation kommt. Die sind ja gar nicht böse. Aber böse, also ich muss sagen, ihr wart da ja noch so stärker in die, habt ihr ja noch stärker in die Richtung argumentiert. Er war's. Ja, ich hatte auch eigentlich keine Meinung in die eine oder andere Richtung. Ich erinnere mich. Ja, es ist ja auch durchaus kritisch zu sehen, aber jetzt mal als Ersatzreligion. Wir hatten gesagt, ein Merkmal ist, dass man sein ganzes Leben darauf ausrichtet und alle Handlungen und so weiter. Und dass Extinction Rebellion Leute dazu tendieren, weil teilweise schmeißen ja ihre Berufe weg und ziehen woanders hin und leben auf der Straße und bla bla bla. Ne? Also ja, teilweise. Teilweise, aber auch, dass die vielleicht die Strukturen oder wie du jetzt gesagt hast, die Methoden halt daran erinnern. Das kann ja schon genauso wie Umweltaktivismus an sich, das müssen ja nicht nur die sein, halt zu einer Ersatzreligion werden kann, weil es dann eben das ganze Leben umfasst. Ne? Bei jedem Bissen, den man isst, überlegt man, ist das jetzt entsprechend der Leitlinien des Umweltaktivismus nachvollziehbar oder ist das zulässig, entspricht das den Regeln und so weiter. Ja. Es muss ja nicht eine Ersatzreligion werden, aber es hat das Potenzial halt so. Genau. Es ist ja auch für einige Leute ist es das. Das heißt ja nicht, dass es das sein muss. Es hat halt das Potenzial, genauso wie der Fußball. Das war ja auch, das haben wir ja auch genannt, dieses Beispiel. Ja. Viele gehen zum Fußball oder gucken Fußball und gehen dann wieder nach Hause und haben Spaß gehabt. Aber manche benutzen auch den Fußball als Ersatzreligion. Ja, richtig. So Folge 37, da ging es um die Amazonas-Synode, schreibt User BUN 0815. Teilt ihr jetzt den Podcast in einzelne Kapitel auf wie beim Ketzer-Podcast? Wow. Ich würde sagen, auf keinen Fall wie beim Wir machen das ganz anders. Wir hatten es doch zuerst. Wir bringen nämlich jetzt einfach nur öfter kürzere Folgen raus. So ist das nämlich. Ja, genau. Zu Folge 36, da haben wir hauptsächlich Kommentare kommentiert. Kommentierte Lusch. Ich fände es generell gut, wenn sich die Leute mehr mit den Schattenseiten ihrer eigenen Weltanschauung beschäftigen würden. Die Kirchen machen das inzwischen zumindest ansatzweise. Von Atheisten hört man hingegen nie etwas über den Antisemitismus der Lichtgestalten der Aufklärung. Schade. So, also jetzt nimmt er uns in Gruppen, Sippen, wie heißt das, Sippenhaft? Ach, das, was? Alle das ist ganz klassischer Whataboutismus. Was ist das? Whataboutismus. Jemand weist dich auf einen Missstand hin, das gefällt dir nicht so recht und sagst, und was ist damit? Das ist ganz stark mit dieser Black Lives Matter Bewegung, wo die Leute sagen, schwarze Menschen, insbesondere schwarze Männer, werden in den USA von Polizisten totgeschossen. What the fuck is going on? Und dann junge Schwarze gehen auf die Straße und rufen Black Lives Matter, Black Lives Matter. Und die empörten alten Leute stehen daneben und sagen, und was ist mit anderen Leben? Ja. Und sagen, ja, darum geht's aber nicht. Wir haben hier ein Problem. Nein, es sind die Polizisten und alle anderen Leute, was ist damit? So, daher kenne ich das. Und das hier ist Whataboutismus. Das ist genau die gleiche Sache. Du hattest ausführlich im Detail belegt, wie antisemitisch das Christentum ist und dass das auch im Kern antisemitisch ist und dass es auch nicht weggeht und so weiter und so fort. Und dann kommt einer und sagt, und was ist mit den anderen Weltanschauungen? Und dazu kommt noch, dass ich finde, dass Atheismus, also die Schattenseiten des Atheismus, die sind mir nicht bekannt. Also ja, da sind wahrscheinlich auch einzelne Leute, die atheistische Thesen vertreten waren, die waren Kacke. So, das wäre fast, das war normal. Fast ein absurder Zufall, wenn das nicht so wäre. Aber der Antisemitismus ist ja nicht,
Also, wenn jetzt ein Atheist antisemitisch ist, dann ist das, dass er antisemitisch ist, ja nicht eine Folge daraus, dass er Atheist ist. Dann könnte man sagen, das wäre eine Schattenseite des Atheismus. Ja, aber so ist das einfach nur das einer, der nicht an Gott glaubt, der was gegen Juden hat. Ja. So, das ist, hat da nichts miteinander zu tun. Du kannst ja auch sagen, die Rothaarigen müssen sich für Antisemitismus rechtfertigen, weil das ist ja wohl die Schattenseite der Rothaarigen ist Antisemitismus, weil manche Rothaarige antisemitisch sind. Das ist doch totaler Quatsch. Ja, es gibt keine überspannende Ideologie, ne, für die Atheisten. Also das ist ja nicht, wir sind ja nicht ein Verbund oder ein Verein. Ja. Also, ja. Also, aber nochmal, ist ein Lehrbuchbeispiel für ein Argument von Trollen, für das Wort Whataboutismus. Ganz, stell dir das mal vor, du machst das, du gehst in, du was weiß ich, du nimmst eine Sammelbüchse, stellst dich in die Stadt und sagst, ich sammle für Opfer von Brustkrebs, ja. Und dann kommt jemand, baut sich vor dir auf und sagt, und was ist mit den anderen Krebssorten? Stell dir das mal vor. Und ja, wenn die Antwort wäre, dann hol dir selber eine Büchse. Ja, und das ist das, was hier passiert. Ja. Das ist das, was hier passiert. Der stellt sich da auf und ist ein Troll. Teetrinker sagte, dass ihr euren Podcast umstrukturiert, ist in Ordnung. Mein Vorschlag dazu, schafft bitte diese grauenvolle Computerstimme, die Kommentare vorliest, ab. Man kann sich das wirklich nicht anhören. Bitte lest die Kommentare doch einfach vor. So. User Unknown sagt... Wir sind heute ganz schön... Na gut. Das Vorlesen der Leserbriefe mit Computerstimme finde ich dagegen einen interessanten Kunstgriff. Auch meine eigenen Einwürfe sind schon so verfremdet worden. Da ihr nicht immer ahnen könnt, wie es der Schreiber betont hätte, hat das eine gewisse Logik. So unterschiedlich können die Meinungen sein. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen. Cool. Jetzt waren wir ganz schön garstig zu den Hörern, ne? Das, aber egal. Das wollen die doch. Wollen die, ihr wollt's. Wenn die solche Kommentare schreiben? Ja. Mir macht das ja, das macht denen bestimmt Spaß. Mir macht das Spaß. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen, fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.